Wir sind hier am Fernstein und am Samaranger See. Das liegt im Tirol auf etwa 1000 Metern Höhe. Hier soll die Sicht wunderschön sein. Der Samaranger See hat keinen Zufluss, da kommt das Wasser, die Quelle vom Grund des Sees. Und deshalb hat es wahrscheinlich auch recht wenige Schwebeteile im Wasser. Die beiden Seen sind in Privatbesitz und hier darf nur tauchen, wer mindestens 2 Nächte im Hotel verbringt. Mit dem Auto kann man sehr nahe an die Seen heranfahren und das schwere Tauchgerödel muss dann nicht so weit geschleppt werden. Tschüss, viel Spaß! Für den Fernsteinsee sind 80 und für den Samarangersee 100 Tauchgänge Voraussetzung, damit man überhaupt tauchen darf. Das liegt daran, dass die Unterwasserwelt sehr fragil ist. Wenn jemand den Boden berührt oder Schwebeteilchen aufwirbelt, dann setzen sie sich auf den Pflanzen nieder und verhindern ein Wachstum. Wir machen 2 bis 3 Tauchgänge am Tag. Da die Seen nicht tief sind, reichen auch 2 Stunden Oberflächenpause locker aus. Die Wassertemperaturen liegen auch im Sommer im einstelligen Bereich. Das Wachstum ist sehr verlangsamt in diesen Seen. Es gibt auch nicht allzu viele Fische zu sehen. Faszinierend sind jedoch die Schleimalgen, die über Jahrzehnte gewachsen sein müssen.
Die hängen wie Vorhänge über den Bäumen und Ästen und die Stimmung ist sehr skurril und mystisch. Die beiden Seen sind knapp über 10 Meter tief. Die Sicht liegt höher, sicher bei 20, 30 Metern. Richtig faszinierend, in diese Welt hinabzutauchen. Diese Sonnenstrahlenspiele und die Schleimalgen, die überall herumhängen und den Boden bedecken. Die Wasserpflanzen, das ist alles faszinierend und mystisch zugleich. Das sind wunderschöne Tauchgänge in diesen Gewässern.